Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum nächsten Spieltag der Matchjax Winter WM hier auf meinem Kanal. Heute Vormittag habt ihr schon einen Spieltag gesehen. Ich habe mir gedacht, komm, am Wochenende kann ich Vormittag und abends einen Spieltag hochladen. Jetzt heißt es in der Gruppe C Köln gegen Leipzig und Leverkusen gegen Mainz. Die Köln haben das erste Spiel verloren, die Leipziger haben das erste Spiel gewonnen. Das war nämlich Köln gegen Leverkusen, da haben die Leverkusen 1-2 gewonnen. Das heißt 3 Punkte Leverkusen, 3 Punkte Leipzig und Köln und Mainz 0 Punkte. Das heißt ein wichtiges Spiel eigentlich für alle. Wenn Leipzig gewinnt, dann sind sie so gut schon wie, also dann sind sie eigentlich schon weiter. Also ein wichtiges Spiel für alle. 4 Mannschaften. Ich habe insgesamt 7 Packs am Start, bedeutet 3 stehen für eine Halbzeit und ich bin gespannt, wie das Ganze hier heute ausgehen wird. Ich verlinke euch den Spieltag von heute Vormittag unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren ist dieses Video unterstützt von OneFootball. Wenn ihr OneFootball nicht kennt, das ist eine Fußball-App, wo ihr wirklich alle Informationen zur Bundesliga, zur Premier League, zu allen möglichen Ligen, die euch interessieren, bekommen könnt. Kostenlos ist OneFootball, könnt ihr euch über den Link unten in der Videobeschreibung herunterladen. Jawolski, und wir gehen rein in die Partien in den nächsten Spieltag der Matchjax Winter WM 1920. Ich hab Bock, ich hoffe ihr euch geht's genauso und let's go. Morgen werde ich übrigens auch wieder 2 Spieltage hochladen, bedeutet frühs um 8 und abends um 18 Uhr. 2 Spieltage, morgen heißt es dann Freiburg gegen Paderborn und Frankfurt gegen Augsburg. Und dann abends dann noch in der Gruppe A. Da gibt es dann die finale Entscheidung, wer weiterkommt in der Gruppe A. Hoffenheim Dortmund und Gladbach gegen Düsseldorf. Also 2 spannende Spieltage auch morgen. Aber jetzt heißt es erstmal Köln, Leipzig und Leverkusen gegen Mainz. Let's go! Let's go! Wir starten mit dem SC Freiburg. Dann haben wir Fortuna Düsseldorf, Erzgebirge Aue, die Bayern und, oh, Kai Havertz. Kai Havertz mit dem Doppelpack. Es ist eine Starkarte, Starspieler. 2-0 führt die Bayer, führt die Werkself von Bayern 04 Leverkusen. 2-0. Zack, ich knackig. Let's go. Weiter geht's. So, da haben wir Augsburg. Dann haben wir Hertha BSC, Sandhausen. Oh, die Leverkusen haben sich heute was vorgenommen. Direkt in die K.O.-Runde zu ziehen wahrscheinlich. Ja, Sven Bender 3-0. Und da haben wir auch einen Taylor Adams. Und das ist das 0-1 für RB Leipzig. Okay, 0-1 Leipzig, 3-0 Leverkusen. Können die Kölner darauf antworten in Köln? Schauen wir mal. Hübner von Union Berlin. Baku von Mainz. Und das ist der Anschlusstreffer. 3-1. Mainz kommt ein bisschen minimal zurück. Mal gucken, wie die Partie hier weitergeht. Erstmal ohne weitere Torschützen. Das heißt, wir gehen rein in die Halbzeit Nummer 2. Reißen wir auf das ganze Pack und schauen uns Guido Burgstaller an, der uns hier nichts bringt. So auch nicht, Managerkarte auch nicht, Oscar Wendt auch nicht und das Gladbach-Logo ebenfalls nicht. Und jetzt kommen wir zur spannenden Phase der Partie. 3 Päckchen habe ich insgesamt noch. Ihr wisst ja, ein Verlängerungsbooster gibt es. Luca Waldschmidt, Augustinsson, Klos von Bielefeld, Klaus von Wolfsburg und Schwolo von Freiburg. Vorletztes Pack. Vorletztes Pack. Schalke 04. Kader Rabik von Hoffenheim. Von Osnabrück haben wir hier, der Name ist schwer zu lesen, Alvarez. Gulagi von Leipzig. Oh, das ist nicht das 0-2. Das ist aber, ja, wie soll ich sagen, schon fast eigentlich, das sind eigentlich schon fast die 3 Punkte. Weil wenn jetzt eine Kölner Karte kommt, ist es nicht das 1-1, weil Gulagi haben wir noch. Und Gulagi verteidigt ja quasi das Türchen. So, letztes Pack übrigens. Eigentlich sollten heute meine Softboxen, gestern schon meine Softboxen ankommen. Die kommen aber erst heute. Und wenn ihr das Video seht, dann habe ich sie wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich dann ab Montag spätestens die neuen Lichter im Einsatz habe. Deutsche Post mal wieder, ne? So, weiter geht's. Moravec Augsburg, Pledel von Düsseldorf, Niklas Stark von Hertha, Kone von Dresden und Konrad Leiber
mit dem 0-2-Gulasch perfekt. Wir haben hier die Entscheidung. Leipzig gewinnt auswärts in Köln mit 0-2 und nimmt den Dreier mit. Und die Leipziger sind jetzt schon so gut wie weiter. Leverkusen ebenfalls, die gewinnen 3-1 in Leverkusen, also zu Hause. Ich bedanke mich. Wir sehen uns dann heute auf jeden Fall noch wieder. Ich wünsche euch einen Leute, wir sehen uns natürlich wieder heute Abend um 18 Uhr spätestens und heute wahrscheinlich um 16 Uhr noch, vielleicht auch sogar um 12 Uhr und auf jeden Fall noch Oracle United, und Oracle United verschiebe ich dann auf 19 Uhr oder 20 Uhr, weil heute Abend ja auch noch die Top Smash Stacks Winter WM stattfindet. Leute, ich bin raus und tschüssi!